Nanu, was machen die denn da? Ziehen die etwa Mützen über die Poller? Ja, genau. Schülerinnen und Schüler der Blister in Marburg packen diese Poller in der Ketzerbach in rot-weiße Wolle ein. Und das aus gutem Grund, wie uns Monika erklärt. Also das, es soll bringen, dass sehende Menschen mehr auf uns achten und mal fühlen, wie es so ist, mal blind zu sein. Für Menschen wie Monika, die fast gar nichts mehr sehen kann, sind solche Eisenpoller eine echte Gefahr. Glaubt ihr nicht? Dann schaut mal, wie man so einen Poller wahrnimmt, wenn man seheingeschränkt ist. Und wie so eine rot-weiße Mütze da hilft. Sehende haben solche Probleme oft gar nicht auf dem Schirm. Da gibt es halt häufig Barrieren, die für uns kein Problem da sind, aber für einen, der schlecht sehen kann, einfach Verletzungsgefahr bedeuten, ne, dass er den vom Weg abkommt und dergleichen mehr. Und auf solche Belange hinzuweisen, das denke ich mir, ist für uns ein wichtiges Anliegen. Genau. Anlass dazu ist der Tag der Sehbehinderten. Der wird am Samstag, am 5. Juni gefeiert. Dabei soll darauf aufmerksam gemacht werden, dass häufig Unfälle passieren, weil Hindernisse sich nicht kontrastreich von ihrem Umfeld abheben. Doch nicht nur das. Fahrräder, die falsch stehen auf dem Bürgersteig, können auch dagegen laufen. Das finde ich irgendwie gefährlich und ich finde es sehr blöd, weil es gibt Autos, die parken auf Bürgersteigen und ich bin schon öfters gegen welche Autos reingerannt und das tut höllisch weh. Und ja, und manchmal stehen auch Menschen auf dem Bürgersteig herum, dass ich denke, wie komme ich jetzt da durch? In einer Stadt wie Marburg, in der allein gut 1000 junge, blinde oder sehbehinderte Menschen leben, ist das natürlich suboptimal. Vielleicht helfen die Pollermützen ja, dass ein bisschen mehr Sensibilität entsteht. Zu hoffen wäre es.